Energiespartipps, die wirklich funktionieren. Jetzt energieeffizient kühlen und eingefrieren. Kühlschränke und Gefriertruhen zählen zu den größten Energiefressern. Fast ein Viertel des häuslichen Stromverbrauchs geht auf Ihr Konto. Deshalb beim nächsten Neukauf unbedingt auf eine gute Energieeffizienzklasse achten. Über die Temperatureinstellung lässt sich aber auch beim Altgerät sparen. Beim Kühlschrank gelten 7 Grad im oberen Fach als guter Kompromiss. Beim Gefrierschrank sind es minus 18 Grad. Wird die Temperatur im Kühlschrank um 1 Grad kälter gestellt, steigt der Verbrauch um rund 6%. Wichtig dabei? Geräte optimal befüllen. Nicht alle Inhalte müssen im Kühlschrank direkt zum Kühlaggregat. Als Faustregel gilt, Fleisch- und Fischprodukte auf die unterste Ablage über dem Gemüsefach. Milchprodukte, zum Beispiel Käse, darüber, wo der Kühlschrank etwas wärmer ist. Getränke, Butter und Eier haben ihren Platz in der Tür. Ebenfalls wichtig, Tür immer nur kurz öffnen und Gerät regelmäßig abtauen. Viel Erfolg beim Energiesparen!